Beifall aus allen Ecken. Das ist doch schön. Ich heiße dich hiermit, genauso wie die anderen Leute, die hier stehen, alle wieder herzlich willkommen hier bei der weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben in der letzten Folge dafür gesorgt, dass Gellige einen neuen Jarl bekommt, beziehungsweise sagt man eine Jarldine oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es die gute, wie heißt sie noch? Ceres geworden, genau. Und ich sehe hier gerade schon an der Seite, ist ein ein Ausrufezeichen. Da möchte ich doch gerne mal ein bisschen auf den Grund gehen, was da los ist. Kann ich hier einfach... Hui! Okay, was gibt es zu tun, der Druide? Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat. Wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Ja, warum nicht? Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Okay, jetzt würde mich doch echt interessieren, warum der einfach so verstummt ist. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns einfach mal drum. Mal ganz kurz hier zwischenspeichern. Da unten ist der Gute schon. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Schocktherapie. Hilf Egil, seine Stimme wiederzufinden, indem du ihn ein Schrecken einjagst. Vielleicht mit der Schockwelle? Was? Ich darf nicht? Oh. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Konnte man sich ja nicht denken. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Ich wollte gerade sagen, weil er könnte ja nicken oder so. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Zinntöpfe. Vielleicht damit er was, wenn ich sein Feuer lösche. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Okay. Oh, was haben wir da? Das sieht doch... Oh, mit Bienen. Ein Hornissennest. Soll therapeutische Wirkung haben. Als Schocktherapie zum Beispiel. Okay, wie kann ich das... ich würde gerne echt mit den Hornissen anfangen, nachdem er uns so nett seinen Finger gezeigt hat. Okay, so nicht. Dann muss ich vielleicht doch mit Feuer. Ich glaube, ich habe es nicht getroffen. Ja, wie soll ich das benutzen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich das vielleicht mit dem Schwert? Wenn es schon nicht so geht. Hä? Okay, das scheint noch nicht zu funktionieren. Versuchen wir es mit den Töpfen. Jetzt ist er wach. Ja. Kleinen Moment, ich glaube, ich habe hier ein Controller-Problem. Ist nur eine Vermutung. Ja, ich glaube, meine Vermutung bestätigt sich gerade. Wo das eigentlich sehr, sehr komisch wäre. Wir gucken mal ganz kurz. Ich könnte jetzt, Nee, wir haben kein Controller-Problem. Okay. Ich könnte das Feuer mal anmachen. Okay, das geht auf jeden Fall jetzt.
Gut, wieso sollte man auch vor Feuer Angst haben in dem Fall? Also das ist ein bisschen sehr, sehr komisch. Okay, das würde mich tatsächlich erschrecken. Aber wie kriege ich jetzt die Hornissen aufgeschreckt? Okay. Okay, das hat anscheinend nichts gebracht. Das mache ich jetzt einfach aus. So. Leg dich hin, mein Freund. Es ist Zeit zum Schlafen. Genau. Schlaf ein. Schlafe tief und fest, mein Freund. Damit ich dich erschrecken kann. Oh, was? Ich will ihn doch gar nicht angreifen. Verpiss dich endlich, du! Oh nein, ich... Mein Schweigegelübde. Das habe ich mir fast gedacht. Alles umsonst. Drei Jahre lang kein einziges Wort. Keinen Piep. Bis heute. Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Okay, das ist ja echt ein bisschen doof. Also für ihn jetzt, ne? So 3 Jahre ohne was zu sagen. Und dann kommen wir und versauen alles. Ach, der ist hier drin. Jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Ha! Ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten, vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Huch, da war doch gerade. Okay. Ja, mein Freund, leg dich hin. So, auf jeden Fall haben wir die neue Karte gekriegt und eigentlich war es nicht lustig. Wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Wo komme ich jetzt hier hoch? So, wir brauchen eine neue Aufgabe. Und zwar hätte ich große Lust. Ich habe mir im Vorfeld mal eine Aufgabe rausgesucht. Und zwar handelt es sich dabei um eine Nebenquest. Das Herz des Waldes. Sprich mit Sven über den Auftrag zum Geist des Waldes. Die würde ich gerne machen. Bin mal gespannt, was das Ganze ist. Und damit Schnellreisepunkt. So. Ja. Hier ist er. Und wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich immer noch hier auf der Insel irgendwo. Ah, hier in Fairlund. Sehr gut. So. Pass bloß auf, Weißer. Ja, ja. Du hast immer noch... Ich sagte ihm noch, geh nicht in den Wald. Warum wollte er das überhaupt? Er wollte Brombeeren sammeln. Oh, er sucht also den Tod. Okay. Ganz komische Situation hier. Gucken wir mal, wer da, wo wir was gestorben ist. Wir haben ihn erzürnt. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist entzwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Hä? Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist.
deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind am Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Na gut, dann bin ich mal gespannt, aber ich habe so einen Verdacht, was das für ein Monster sein könnte und er sieht echt nicht so frisch aus, also so möchte man nicht sterben. Ja, wir gucken mal. Vielleicht sicherheitshalber mal speichern. So, ich vermute nämlich, dass wir es hier mit so einer Art Waldschrat zu tun haben. Okay, was haben wir hier? Oh, ganz schön große Spuren. Na, kann ich die auch untersuchen, vielleicht? Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Achso, ja. Hier lang. Oh Gott, ich höre was. Was ist das hier? Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Okay. Oh, ich stehe ja in einem Fluss drin. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wie cool sieht das denn aus? Fließt hier einfach so durch den Wald? Das ist interessant. So, wollen wir mal gucken, ob wir noch mehr finden über das Monster. Oder über den Geist, über den Wächter, was auch immer. Und er hat verdammt große Abdrücke hinterlassen. Oh, hier haben wir Wölfe. Weiße Wölfe. Es tut mir leid, aber ich muss euch leider aus dem Weg schaffen. Nun gut. So, was haben wir noch? Okay. Riesige Krallenspuren. Hat seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert. Dann folgen wir weiterhin den Spuren. Oder dem Pfeil. Ah ja, hier gehen auch die Spuren lang. Okay, aber so tief im Wald wohnt er ja tatsächlich nicht. Der ist ja direkt neben der Ortschaft hier unterwegs. Aber das heißt, er hat schon immer getötet. Oder er ist in letzter Zeit angefangen? Das ist eigentlich die Frage. Ich möchte hier eigentlich ungern einen Wächter töten. Töten müssen. Okay, hier haben wir eine weitere Leiche. Dünne und tiefe Schnitte. Wie bei einem Rasiermesser. Ein Waldschrat.
Männlich, sehr alt. Verdammt, hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Okay, dann informieren wir uns mal. Und zwar ein Ogroide vielleicht? Oder ein Relikt? Oh Gott. Geist des Waldes. Manche Monster sind so mächtig, dass die Einwohner der Gegend damit anfangen, sie als Götter zu verehren. Dies traf auch auf den Waldschrat zu, der in den Wäldern bei Fell und auf Skellige hauste. Die Dorfältesten waren überzeugt, dass das Monster über sie wachte, sie vor Feinden beschütze und ihre Jäger ausbildete. Der Hexer hegte da jedoch seine Zweifel. Waldschrate sind niederträchtige, eigennützige Kreaturen, da bildete das uralte Exemplar in den Wäldern bei Verlund gewiss keine Ausnahme. Geralt wusste, dass es nicht... kann ich das ganz lesen? Naja. Geralt wusste, dass es nicht einfach sein würde, die Dörfler aus dem Griff ihres vermeintlichen Beschützers zu befreien, falls er es überhaupt versuchen wollte. Der Waldschrat, der als Geist des Waldes bekannt war, war so mächtig, dass er die Kunst des Markierens beherrschte. Dies bedeutete, dass das Monster einem Einwohner von Verlund seine Essenz eingegeben hatte. Solange diese unglückliche Seele am Leben und in der Nähe des Dorfs blieb, würde der Waldschrat immer wieder neu erstehen. Doch auch wenn der Markierte tot war, würde es noch schwierig sein, dem Waldschrat beizukommen. Das Monster genoss den Gehorsam der Waldbewohner. Er konnte Wölfe, Raben und sogar die Bäume selbst zu Hilfe rufen. Doch zum Glück hatte er auch eine Schwachstelle. Feuer. Vor allem das Feuer im Igni-Zeichen. Aha. Okay, hier können wir mit einem Reliktöl kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas haben. Einmal kurz gucken. Ich glaube nämlich nicht. Nicht, dass ich wüsste, dass ich mal so ein Reliktöl hergestellt hätte. Ah. Wir könnten eins herstellen, wenn wir denn Mistelzweige hätten. Die sind bestimmt hier irgendwo. Wachsen die jetzt? Das wäre super toll, wenn die hier wachsen würden. Und ich habe so das Gefühl, dass ich den Dorfbewohner, der markiert ist, tatsächlich kenne. Das war wahrscheinlich der Befürworter des Waldschrates, der gesagt hat, hey, tu dir mal nix. Oh, was kommt jetzt? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, gleich zwei Stück. Ja, warum nicht? Hui. Ihr habt so dickes, buschiges Fell. Ihr brennt bestimmt gut. Wow. Alter Schwede, das hat ordentlich wehgetan. Okay, den haben wir. So gut wie. Ja, den haben wir. Es tut mir leid, aber ihr habt mich angegriffen. Hey Freund, stehen bleiben. Wow. Wow. Komm her. Stirb. Boah. Obo, der Buschbär. Okay, hier konnte ich auch noch rohes Fleisch looten. Weiß Gott, woher das kam. Ach, von dem Kaninchen. Die Bären haben, glaube ich, gerade gefressen. Okay. Also der Wald hier ist echt ein bisschen gefährlich. So, ich hätte jetzt aber gerne Mistelzweige. Jetzt wüsste ich auch gerne, woher ich die kriege. Vielleicht hier vorne bei den Wölfen irgendwo. Was haben wir hier? Ignatia-Blüte oder so. Aber wieso habe ich keine Mistelzweige? Und wo kriege ich die so schnell her? Oh, was ist das hier? Prientraube. Das wäre doch jetzt zu schön gewesen, wenn die hier auch wachsen, aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wo Mistelzweige wachsen. Kein einziger Mistelzweig hier. Das macht es nicht unbedingt leichter. Aber wir gehen trotzdem mal ins Dorf zurück. Und dort werde ich jetzt erstmal mit Sven über den Geist sprechen. Und ich vermute, dass er auch die Essenz drin hat. Ich glaube, das war der Befürworter des Waldgeistes. Nebenbei nehme ich mir noch ein paar Kräuter mit, in der Hoffnung, dass vielleicht doch der ein oder andere Mistelzweig dabei ist. Nein. So. Was war das? Nieswurzel oder Nienwurzel? Ranogreen.
Okay, also wir gehen mal zum Zweitziel, welches uns nicht direkt angezeigt wird, was die optionale Aufgabe ist. Okay, hier glaube ich, sehe ich keine Mistelzweige so schnell. Wir haben da einen Händler, vielleicht hat der welche. Ja, das ist schön. Entschuldigung, pack schon weg. So. Hallo, du hast Glück. Ja, weiß ich. Mal sehen. So, okay, der hat nicht ein einziges Kraut. Hey, kein Kraut! Was hat er denn da für eine Karte? Durch das Lesen wird dieses Reiseführers werden bestimmte Schnellreisepunkte auf Skellige freigeschaltet. Das ist schön, aber das möchte ich nicht. Danke für alles. Bis dann. Also für nichts. Ja. Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch, er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Aber kannst du eine Axt werfen? Okay, dann muss ich mir die Dorfbewohner alle mal angucken. So, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ich hoffe, der ist nicht irgendwo in einem Haus versteckt. Oh, da vorne ist doch... Ach nee. Huch! Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Hallo, hat dich ein Werber gebissen? Ich versuche hier zu helfen und muss mir... Ja, wir reden mit Sven über Hilde und ich hoffe, der bringt sie nicht um. Das würde ich überhaupt nicht wollen. So, deswegen speichern wir ganz kurz dazwischen. Die arme Hilde, die kann ja doch nicht einfach... Oh, Entschuldigung. Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herum zu reden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen, dann herrscht für immer. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Es ist keiner der Ältesten. Wer dann? Die Frau, mit der du geredet hast. Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie. Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf. Niemals. Ja, das tut mir leid für Hilde. Du gehst nicht mit ihr. Komisch, ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Geh doch mit ihr. Wieso ziehst du auf einmal dein Schwert? Nun gut, ich muss noch mit Harald über den Waldschrat sprechen. Achso, ja, wegen den Toten, klar. Hilde, bist du das? Nein? Haben die Hilde jetzt so schnell verbannt? Anscheinend. Nun gut. Ich möchte aber trotzdem zwischenspeichern, bevor ich mit Harald rede. Ich habe hier so ein bisschen Angst, dass das Ganze sich in die falsche Richtung entwickelt. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher.
Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauze umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert. Außerdem haben wir Hilde schon verbannt. Es gibt keine Erfolgsgarantie für deine Methode. Und die Risiken sind hoch. Vielleicht ist es doch einfacher, den Waldschrat gleich zu töten. Wenn der Geist stirbt, verlässt das Wild den Wald. Unsere Männer werden schwach und unsere Frauen unfruchtbar. Das bedeutet unser Ende. So besagt es das Bündnis. Besser als der sichere Tod. Du verstehst das nicht. Du bist nicht von hier. Der Tod bedeutet uns nichts. Unser Stolz, alles. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Bis bald. Ja, was tun wir denn jetzt? Also eigentlich finde ich das ja ganz toll, dass die hier so ein Bündnis mit so einem Waldschrätchen haben, aber ich glaube nicht, dass das hilft, wenn ich da irgendwelche Opfergaben darbringe. Das mit dem Wild mag Sinn machen. Aber komm, das ist ein Wald, hier kommt doch immer wieder Wild rein. Nee, ich werde, also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde ihn töten. Weil der hat schon immer getötet und wird auch immer weiter töten und die Opfergaben, die dem da gebracht haben, da hat er halt was zu fressen gehabt oder sowas. Und das war auch schon alles. Ich werde tatsächlich den Waldschrat umbringen. Das erachte ich als klüger. So, dann gucken wir mal. Zumal ja die arme Hilde ja eh schon verbannt ist. Das wäre jetzt voll doof, wenn ich es dann nicht machen würde. So. Oh. Oh. Okay. Sollte ich vielleicht beim nächsten ein bisschen vorsichtiger sein. Die Musik wird dramatischer. Ja, kommt her, Fifis. So. Da haben wir das Totem. Okay. Hallo, kann ich den Loot nicht mitnehmen? Nein? Okay, dann nicht. So. Ein Schrein ist noch übrig. Okay, ich hoffe, dass unser Plan auch aufgeht. Sonst wäre das ein bisschen blöd, weil ich erzürne den Waldschrat ganz ordentlich. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dass wir Hilde verbannt haben und er dann wiederbelebt wird, dann ist er, glaube ich, ziemlich böse auf das Dorf. Das wäre eigentlich ziemlich doof. Aber tatsächlich ja nicht unser erster Fehler mit Waldgeistern. Wohl Fehler möchte ich nicht sagen, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Achso, ich will ja nicht zum Altar. Wo ist denn der?
Gucken wir jetzt aber trotzdem mal den Altar an. Wow. Noch mehr Wölfe, ja, warum nicht? Oh, die sind ganz schön hoch vom Level her. Soll ich ein bisschen vorsichtiger sein? Au, au, au! Au, au, au! Mach keinen Scheiß jetzt! Mach keinen Scheiß jetzt! Hey, hey, hey! Wow. Okay. Ich glaube, es ist ein bisschen her, dass wir gespeichert haben. Ich glaube, das war im Dorf, ne? Bei der Hilde. Ich glaube, danach habe ich nicht mehr gespeichert. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber. Huch! Habe ich hier gespeichert tatsächlich? Das ist ja ein ganz komischer Safe Spot. Das habe ich nicht so gespeichert. Okay, das hat er selber gespeichert, ist aber auch okay. Komme ich mir klar. Okay, aber ich möchte trotzdem mich oben nochmal mit den Wölfen anlegen. Natürlich werde ich vorher noch speichern. Ja. So. Das sieht einfach wunderschön aus hier oben. Okay. Wow, wow, wow! Ah, jetzt habe ich eine Katze genommen, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, da wäre noch Donner drin. Oh mein Gott. Wow, oh, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig, mein Großer. Ganz ruhig. Das ist der eine, der ist Level 23. Der mir so gefährlich wird. Okay, den haben wir weg. So, das ist der letzte. Jawoll. Kurze Runde meditieren. Damit die Katze weg ist. Wie, ich kann das nicht. Sicher kann ich das. So, looten kann ich die auch noch alle. So. So, jetzt möchte ich aber gerne eine Runde meditieren, damit ich wieder was sehe. Sehr gut. Das heißt, ich werde auch direkt mal die Katze wieder austauschen. Das ist Donner, ne? Ja. Sehr gut. Okay, ich gucke mir das nur mal an. Ich werde hier nichts hinlegen. Ii. Okay, hier hat man schon öfters geopfert. Aber so wirklich toll ist das hier nicht, ne? Also irgendwie so. Ich meine, es ist ein schöner Ort, aber. Nee, 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 nee. Wir töten den Waldschrat. So war unser Plan. Wir speichern nochmal kurz. So. Wollen wir mal gucken, dass wir den letzten Schrein zerstören? Beziehungsweise. Nee, gar nicht wahr. Wir wollen ja den Waldschrat finden. Und es wird ja auch gerade hier ein Ziel angezeigt. Ja, da ist er. Ich habe ein wenig Respekt vor dem Tier. Vor dem Monster. Du Scheiße! Okay! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Erstmal versuche ich die Wölfe klein zu kriegen.
Und dann machen wir den Waldschrat. Wow. Gut, dass ich das Schild noch drauf hatte. Aua, aua, aua. Krähen, 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 krähen. Krähen. Aua, 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 aua. Aua, die tun ja richtig fies weh. Aua, 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 aua. Boah, die Krähen sind ja richtig mies. Aber er ist fast kaputt. Aua, aua, aua. Gib mir Feuer. Gib mir Feuer. Gib mir Feuer. Huch. Er ist noch nicht hin. Okay, zum Glück halten die Wölfe... Aua, aua, aua. Die Wölfe hier nicht so viel aus. Wo ist er? Wo ist er, der kleine Waldschrotzi? Da ist er, der Waldschrotzi. Zack. Der ist immer noch nicht hin, oder? Doch, ich habe ihn. Hui. Okay. Mutagen vom alten Waldschrat. Interessant. Und die Trophäen natürlich nicht vergessen. Oh, wir sind sehr vergiftet durch die Tränke. Aber unser Preis sei gewiss. Hey, Plötze, ne? Kommst du denn her? So. Plündern, plündern, plündern. Plündern, plündern. Ich plünder so gern. Nun gut, wir holen uns unsere Belohnung ab. Komm schon, Plötze. Wahrscheinlich ist das ganze Dorf jetzt kaputt, alle vernichtet und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht. Hier ist ein Weg. Na komm, dann reit den Weg lang. Oder auch nicht. Ja, ist ja gut plötzlich. Ich weiß, du kannst das nicht so gut. So, einmal hier durch. Hier auch. Ah, da unten ist der Weg. So, na links, na links. Achso. Ich dachte gerade so, hä, ist das die Brücke zum Dorf? Und wo ist das Dorf hin? Okay, wir sind hier aber noch nicht ganz da. Einmal schön an den Klippen entlang. So, da sind wir auch. Oh. Oh, oh. Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge. Unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Was seid ihr für Idioten? Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause. Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde. Hier gibt es keine Monster mehr. Wow. Respekt, Hexer. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Die haben jetzt einfach die ganzen Ältesten getötet. Wow. Was machen die Hexen, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Ich hab dich im Blick. Das finde ich jetzt aber nicht ganz okay. Weil wir haben doch eigentlich alles richtig getan und die können doch jetzt nicht einfach... Ich kann ihn nicht angreifen. Respekt, Hexer. Ich will ihn angreifen. Die Axt. Ich bitte dich.
Okay, das tut mir jetzt echt ein bisschen leid. Okay, wir gucken uns die Alternative an. Kann ich mich nämlich dem Großen entledigen und dem Kleinen direkt im Nachhinein. So. Dann haben wir die. Und dann sind wir auch wieder an dem Punkt, um die Alternative jetzt auszuprobieren. Gegebenenfalls habe ich hier einen Cut gesetzt. Wenn nicht, dann seht ihr das jetzt ungeschnitten. Ungeschnitten, nicht ohne geschnitten. Und wir versuchen die Alternative und ich bin mal gespannt, was hier dann passiert. So. Einmal die Opfergabe darlegen, bitte. Wohin tue ich die denn? Da kann ich nur die Kerzen an- und ausmachen. Muss ich die auf den Stein? Ah ja. Oh, wir grillen die sogar. Okay. Ich glaube, das hatte sehr viel zu bedeuten. Hey, na Plötze. Meine gute Freundin. So, achso, hier geht's runter. So, hoppala. Oh, es sieht schon wieder nach Regen aus. Boah, ist das düster und neblig da unten. Wir haben auch Sonnenuntergang. Wow. Okay, da kommt ein Unwetter auf. Achso, ich bin ja schon da. So. Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold, stimmt's? Keine Sorge, ich habe es. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Und Mord wird daran etwas ändern. Du hast deinen Teil getan, dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer! Schnappt ihn euch! Das sind ja richtige Schweine. Ohne Witz. Bin ich froh, dass wir die Alternative gespielt haben und ich den jetzt mal richtig den Arsch versohlen kann. Entschuldigung der Ausdrucksweise, aber es ist doch wahr. So, und du auch. Nein, du hast ihn! Hat der Harald getötet? Nee, 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 nee. Nein, das lasse ich nicht zu. Alter Schwede, sag mal, müssen die denn immer alle sterben? Das ist doch schrecklich. Warte mal, das ist doch der, oder? Ja, das müsste der sein. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Mir! Er gehört mir! Angel! So, keiner geht mehr an Harald ran. Ist gar nicht so einfach, hier das Richtige zu tun. Hey! Das gibt es doch nicht! Menschenskiddings! Wie kann ich den denn beschützen?
Das ist doch nicht wahr! Ich töte die alle verdammt schnell, aber ich kann Harald nicht retten. Was ist da los? Ich will ihn retten. Jetzt geht mir keiner an Harald dran. Gehst du weg von Harald? Du auch? Geh dir bloß weg. Halt, lass du. Gehst du weg? Boah, gut, dass ich mich dazwischen gerollt habe. Geh weg. Hau ab. Harald muss leben. Harald soll leben. Für Harald. Ah. Ich habe Harald gerettet. Du hast mein Leben gerettet, Mörder. Ich weiß. Ich weiß. Und es war gar nicht einfach. Okay. Ich finde, wir haben jetzt das Richtige getan. Und wir konnten Harald sein Leben retten. Huch, plötzlich ist los. So. Unsere Aufgabe ist hier getan. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge. Wie ich die Folge geschnitten habe oder nicht, weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Aber ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es hier weitergeht. Bei The Witcher 3 Wild Hunt.